So, jetzt haben wir den Salat. Am Donnerstagabend kam es bei uns in der Küche zu Stromausfällen. Wir dachten natürlich, es hängt irgendwie mit dem Baustrom zusammen und dem vielen Regen, dass der nass geworden ist. Denn da oben die Platte mit dem Baustrom, die liegt schon mal im Wasser und da kann es natürlich schnell zu einem Kurzschluss kommen. Also haben wir den Elektriker angerufen, beziehungsweise ich habe ihn angeschrieben, ob er bitte mal vorbeikommen kann. Am nächsten Tag war er da und hat sich das Ganze angeguckt. Baustrom war trocken. Dann haben wir hinterm Haus noch eine Außenbeleuchtung gehabt, da hing ein Kabel raus, wir dachten, da gab es schon mal ein Problem, vielleicht ist da wieder eins und das hat den Kurzschluss verursacht, aber nein, da war auch nicht das Problem. Also hat der gute Mann sich mit zwei Mitarbeitern auf die Suche gemacht, ist hier fast eine Stunde lang ums Haus herumgelaufen und irgendwann, da kam er endlich auf den Trichter. Hier an dieser Stelle des Gerüsts befand sich ein Anker, der da genau gesagt, und da war das Gerüst mit der Wand verbunden, genau hier. Und da befinden sich aber auf der Rückseite Kabel, nämlich die Kabel für die Dunstabzugshaube. Da oben sieht man den Austritt. Tja, und da haben die Gerüstbauer genau reingebohrt. Das haben die natürlich auch nicht mit Absicht gemacht, da will ich jetzt keinem was unterstellen. Aber sie haben halt auch nicht genau nachgeprüft, ob sich da Kabel befinden oder befinden könnten. Der Elektriker meinte noch, sie hätten Glück gehabt, wenn sie den Verteilerkasten nicht erwischt hätten. Denn ein Stückchen weiter hinten, da im Hintergrund, befindet sich der nächste Anker. Und der ist genau beim Verteilerkasten hier für das Erdgeschoss. Offensichtlich hat der Elektriker den Anker für das Gerüst hier wieder entfernt. Da müssen die halt irgendwo einen neuen Anker setzen, was die Stabilität des Gerüsts angeht. Dieses Loch, das muss jetzt erstmal trocknen, denn da ist ordentlich Wasser drin. Dann müssen wir das wahrscheinlich mit einem Heißluftföhn irgendwie trocken pusten. Und am Ende muss ich das Ganze mit Silikon abdichten. Das ist aber nur das Provisorium. Schlussendlich muss der Elektriker sich Zugang zu diesem Kabel verschaffen und das natürlich reparieren, beziehungsweise ein Stück des Kabels austauschen. Die große Frage ist natürlich jetzt, wie das Wasser überhaupt in dieses Bohrloch hineinkam. Von außen möchte man zunächst meinen, aber nein, wahrscheinlich nicht. Die haben ja hier unten diese Stahlanker rund ums Haus gesetzt, die ich euch bereits gezeigt hatte. Und durch diese Stahlanker, die ein bisschen höher sind als der Rand des Daches, haben wir hier so eine Art Beckenrand. Das heißt, das Wasser kann nicht mehr richtig abfließen und hier hatte sich ein regelrechter See gebildet. Hinzu kommt, dass hier irgendwo die Folien nicht richtig miteinander verschweißt sind, da kann Wasser drunter fließen. Und jetzt schauen wir uns mal an, wie das vor einer halben Stunde aussah. Ihr seht hier meine Frau, wie sie die Wassermassen vom Dach herunterschiebt. Wie gesagt, befand sich hier ein regelrechter See. Und hier seht ihr unter der Schweißerbahn, dass sich das Wasser nicht nur auf der Dämmung angesammelt hat, sondern dort auch hineingelaufen ist. Woher wir das wissen? Ganz einfach, im Haus kommt ein bisschen Wasser aus der Wand. Juhu! Hoffen wir mal, dass es kein großer Wasserschaden ist. Falls doch, werde ich euch davon berichten. Hier im Hintergrund sind eben noch zwei Sachen passiert. Zum einen bohrt unser Nachbar jetzt irgendwas furchtbar nervig und ich muss schauen, dass ich meine Moderation hier zwischendurch machen kann. Ah, jetzt kommt die Sonne auch mal wieder raus. Hier haben wir gerade ein ziemlich unstetiges Wetter. Mal Sonne, mal Regen. Im abwechselnden Takt von ein, zwei Minuten. Naja, solange kein großer Schauer runterkommt, ist alles gut. Ansonsten müssen wir nochmal aufs Dach und das Wasser wieder abziehen. Ja, das Zweite, was passiert ist, ist, dass hier eben ein Auto ankam und Halteverbotsschilder aufgestellt hat. Ich will die euch mal zeigen. Da ist eins. Halteverbot ab dem 12.04., das ist der kommende Dienstag, denn dann soll unser Haus kommen. Am Dienstag das Obergeschoss, am Mittwoch das Dachgeschoss. So zumindest der Plan. Also, das sind unsere Schilder. Ja, so viel kurz zum Wasserstand, Stand der Dinge. Ich melde mich nächste Woche mit dem großen Video rund ums Haus. Bis dahin, gehabt euch wohl.